Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rote Edition No Log Challenge. Beim letzten Mal haben wir Koga besiegt und haben endlich einen neuen Orden bekommen. Und was wir als nächstes machen, das erfahrt ihr gleich. Übernahme. Huch, was mache ich denn in Lavandia? Das kann ich euch sagen, wir verlassen's. Das Ding ist nämlich, ich würde unglaublich gerne in die Safari-Zone gehen, aber in jedem Gebiet gibt es nicht nur andere Pokémon zu fangen, die Wahrscheinlichkeiten, wer wann wie auftaucht, sind auch in jedem Gebiet anders. Und es ist unglaublich viel Arbeit, diese Boxen erstmal richtig fertig zu kriegen. Außer bei Wasser-Pokémon, da ist irgendwie jedes Gebiet gleich, das ist ganz nett. Aber wir werden das wahrscheinlich dann erst nächste Woche machen. Ich bin dem Verdursten. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank. Dafür können wir den jetzt wenigstens vorm Verdursten bewahren. Entschuldigung. Wenn du nach Saffronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Von dieser einen Flasche für alle vier. So, und in Saffronia City steppt der Bär, wie ihr hier sehen könnt. Au, pass auf, wo du läufst. Hier gibt es überall Team Rocket-Mitglieder, die auch verhindern, dass wir in die Arena können. Mann, geh aus dem Weg! Und darum mache ich erstmal das hier, damit wir die Arena frei bekommen. Wir haben hier noch eine kleine zweite Arena, das ist ein Dojo. Da gibt es Spoiler Alert, wenn wir am Ende fertig sind in Kampf-Pokémon. Wir haben die Auswahl zwischen Nocturne oder Kikli und ich würde euch gerne fragen, welches von beiden ich nehmen soll. Ich werde dann auch nochmal auf Twitter eine Umfrage starten, das wird auch am Samstag dann gleich kommen. Und dann schauen wir mal, was wir dann holen. So, was bist mit dir? Schnarch. Er hält ein Nickerchen. Mit offenen Augen. Ja, wir gehen mal hier hin. Das ist die Sylph Company. Da haben wir auch die Sylph Scope her. Hier gibt es relativ wenig Personal. Also es gibt prinzipiell bestimmt viel Personal, aber die sind alle nicht da. Weil, wie ihr an der Musik wahrscheinlich schon hören könnt, hier gibt es ein paar Team Rocket Mitglieder, die wir erstmal alle aus dem Weg räumen müssen. Hey Kleiner, was machst du hier? Gegen dich kämpfen? Was hab ich eigentlich gerade vorne, Ramsa? Rocket möchte kämpfen. Rocket setzt Golbert ein. Wir haben... Forehead. Ah, ganz anders. Ich mach mal Steinwurf. Biss. Wie widerlich. Nicht sehr effektiv. Gut, das ist mir egal. Also, Forehead ist vielleicht eine gute Wahl. Ach, wir haben Forehead ist eine super Wahl. Gut, der ist schon mal weg. Das heißt, ich könnte eigentlich... Ah, wen habe ich mit? Ich könnte Brundle nehmen, der braucht nämlich ein bisschen Erfahrung. Den tausche ich dann auch gleich wieder zurück, weil der ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, jetzt tausche ich ihn auf jeden Fall. Ich will doch nur ein Level up. Eins reicht mir. So, vor Head kommen wir wieder her. Kommen wir wieder vor. Head. Du hast verfehlt, das ist sehr schön. Dann machen wir einen Steinwurf drauf. Und das soll es eigentlich gewesen sein. Mhm. Sehr, sehr fein. Ja, dann kann er wenigstens ein bisschen Erfahrung bekommen. Wir tauschen ihn auch gleich nochmal auf Brundle zurück. Was könnten die noch? Können die was Schlimmes, Giftiges? Ja, Biss ist okay. Ja. Aber wenn die alle nichts Schlimmes können, bei einem Golbert würde ich nochmal tauschen. Da weiß ich nicht, was die können. Aber der Rest, die Zubats sind mir eigentlich... Das war ein Volltreffer. Ja, der Rest ist mir unglaublich egal. Ja, easy. Also sollten wir nicht signifikant oft verfehlen. Ah, Radikal. Nee, das möchte ich auch nicht mit Brundle machen. Ja, genau deswegen. Au. Ach, verfehlt. Mach das mal nicht so vorher. Ja, das ist auch nicht schlimm. Ah, du bist so ein Stein. Das ist wundervoll. Okay. Ah, je nachdem, was sie jetzt haben, könnte ich tauschen. Dann ist wenigstens der Routenschlag auch wieder weg. Das wäre cool. Oh, Feuerheit ist aufgestiegen. Cool. Und noch ein Zubat. Sehr schön. Dann tausche ich nämlich nochmal Brundle rein. Und wenn ich dann zurücktausche, geht es dem Georock wenigstens wieder fein. Ja, ist auch gar nicht so schlecht. Nicht mal richtig Schaden bekommen. Cool. So. Und was machst du so? Oh, Superschall. Ah, können wir noch was anderes nehmen? Ja, wir könnten... Na gut, ob Baumart jetzt so sinnvoll ist, Gift gegen Gift ist halt doof, Pflanze gegen Fluch ist auch blöd. Hm. Okay, was hast du noch? Ja, du könntest Egelsam machen. Ah, oh, du kannst verfehlen. Mist. Okay, Egelsam bitte, danke.
Wenn wir dann auf Georok zurücktauschen, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Blutsauger war, glaube ich, eklig für uns. Ja. Aber das sollte eigentlich wieder relativ gut draufkommen. Naja, es hielt sich in Grenzen. Okay, Vorhalt, komm mal vor. Dann kriegst du jetzt ein bisschen durch den Egelsamen. Ach, und der Blutsauger macht bei uns nichts. Also, 2 KP. Damit kann ich leben. Mal sehen, wie viel heilen wir denn. Ah, 3. Cool. So, Steinwurf. Probieren wir was. Ah, cool. Das hat gereicht. Fein. Cool. Rocket besiegt. Ich bin ein Versager. Naja, nimm's nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt trotzdem Brundle mal nach vorn, damit er gleich sofort Erfahrung bekommt. Gegen dich kämpfen wir auch mal noch. Ich werde jetzt erstmal keinen der Teleporter benutzen. Hey, du hast ja nichts verloren. Weil ich glaube, erstmal die allgemeinen Gänge, die wir erreichen können, leer zu räumen, dauert schon lang genug. Oh, Torgoso. Ah, da könnte ich jetzt aber Baumbart nehmen. So, dann komm mal her, Baumbart. Du müsstest ja auch verhältnismäßig stark sein. Heul ist okay. Aha. Rasierblatt. Ah, schön. Das soll es eigentlich auch gewesen sein. Und vielleicht sogar ein Volltreffer. Ja, ein Volltreffer. Cool. Na, wie viel hast du bekommen? Ah, oh, nicht genug von Level ab. Ah, ein Zubat, das Spiel kennen wir. Brundle. Komm mal nach. Oh, 29. Jetzt war es langsam auch schon ein bisschen eklig. Ja, damit kann ich leben. So, Forehead. Wir machen das gleiche Spiel nochmal. Und Steinwurf. Ah, Flügelschlag. Gut, dass Brundle nicht draußen war. Das ist ein bisschen hässlich. Gut, du darfst gern besiegt werden. Schön. Oh, puh. Wieder kein Level-Up für Brundle. Das ist hart. Verloren. So, hier links dürfte eigentlich nichts sein. Außer ein Teleporter halt. Den wir aber nicht benutzen. Ach, hier kommen wir sowieso noch gar nicht durch. Dann machen wir jetzt mal nach rechts. Und da müsste eigentlich noch ein Forscher sein, der Magnetilo und Magneton hat, glaube ich. Und ich weiß nicht, was sein drittes war, weil ich glaube, da hat 3. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Hau selber ab, du gehörst hier auch nicht hin. Forscher möchte kämpfen. Ja, da ist schon mal das Magnetilo, das ist gut. Ah, was kannst denn du? Überlebe ich da was? Bestimmt. Wir machen mal Stachelspore. Ich habe nicht verfehlt. Oh, puh, ich dachte schon. Waren das 20 KP? Bin ich jetzt bei 54? Ja. Das zieht wahrscheinlich nicht viel ab. Wie viel machst denn du? Ja, es ist... okay. Oh, ging daneben. Das schön, dann machen wir das gleich nochmal. Er wird es nicht alleine hinbekommen. Definitiv nicht. So, der Tackle zieht. Das ist aber okay. Also das Magnetilo könnten wir mit Brundle alleine schaffen. Und vielleicht bekommen wir dann ein Level Up. Gut, ich muss jetzt wahrscheinlich gleich tauschen. Ah, ja. Forehead. Mensch, ich habe gehört, du bist immun gegen Elektro. Wir nehmen dich mal. Ja, Donnerschock. Sehr schön. Mach einen Steinwurf. Du kannst irgendwie fast nichts anderes, was jetzt sinnvoll wäre. Tackle zieht mir zu wenig ab. Oh, Brundle ist wieder nicht aufgestiegen. Voltoball ist es. Okay. Oh, und du bist auch gleich explodiert. Und jetzt sind wir dich schon mal los. Sollte jetzt nicht so viel abziehen. Ja, das hielt sich hier an Grenzen. Cool. Und Magneton. Ja. Gut, dann machen wir nochmal den Steinwurf drauf. Das macht einfach gar keinen Schaden. Cool. Fühlt sich richtig an gerade. Ah, das ist ein bisschen nervig. Zu oft sollte das nicht passieren. Wir sollten den nächsten Steinwurf nicht verfehlen. Okay, außer... Ich wollte sagen, außer er verfehlt, aber das war natürlich kein Freilos, dass man wirklich verfehlt. Ach, Forehead, mach doch mal nicht sowas. Wir wechseln mal auf Baumbart. Hi. So, 53. Das heißt, eigentlich müsste ein Rangenhieb reichen. Da du ja noch ein Normal-Pokémon bist und kein Stahl, müsste das eigentlich jetzt wirklich genug Schaden machen. Oh, Volltreffer. Danke, wie unnötig. Magneton besiegt, Baumbart Erfahrung, Forehead Erfahrung, alles schön. Nicht schlecht, Herr Specht.
Danke. Wir heilen uns mal. So, und frisch geheilt, gehen wir jetzt die Treppen nach oben. Da. Danke sehr. So, den Teleporter nehmen wir nicht, weil ich nicht weiß, wo wir rauskommen und ich möchte erstmal hier alles klar machen. Na, ach, nur ein Teleporter. Wie langweilig. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Rocket. Gegen den möchte ich kämpfen. Hör endlich auf, uns zu nerven! Hättest du wohl gern. So, du hast 3. Radikal. Ja, wir tauschen auf jeden Fall wieder auf Brundle. Nein, Brundle ist schon draußen. Wir tauschen auf Forehead. Das wollte ich sagen. Wir könnten auch auf Basti tauschen. Das mache ich bestimmt beim nächsten. Also beim nächsten Pokémon. Kampf, wir machen wieder Steinwurf. Ah, sehr schön, dass das fehlt. Nicht so schön, dass das fehlschlug. Mensch, die Odds. Zweimal nacheinander beide die Attacke verfehlt. Och, Mensch. Mach doch nicht sowas. Och, Mann. Forehead. Guck doch genau hin. Danke. Geht doch. So, jetzt werde ich aber tatsächlich auf Basti tauschen. Da ist er ja. Ich war schon drauf. Ach, anstrengend. Ja gut, das ist mir vollkommen egal. Nachtnebel. Danke. Und wir könnten beim nächsten vielleicht sogar Hypnose machen. Wenn es klappt, können wir noch tauschen. Ah, da muss Hypnose connecten. Das wäre... Ah, Hypno, natürlich. Mal gucken, ob wir Hypno einschläfern können. Nein. Auch nicht geklappt. Ah, jetzt hat's geklappt. Hypno schläft. Sehr gut. Dann können wir nämlich einmal ganz kurz auf Brundle tauschen. Ich will doch nur, dass er Level 31 wird. Das kann doch nicht so schwer sein. So, Hypno schläft. Das ist fein. Und dann tausche ich gleich wieder auf... Wer ist denn... Wir können ja auch Flori nehmen. Wir gehen mal auf Flori. Solange Hypno noch schläft, ist es vollkommen fein. Cool. Schläft sogar immer noch. Wir machen mal Drachenwut drauf. Das müsste ins... Wenn wir Glück haben, ist es ein Zwei-Hitter. Ah, natürlich nicht. Na gut. So, Flori, hau mal rein. Was machst du? Kopfnuss. Ja, das ist okay. Und wir machen Biss. Das reicht bestimmt. Cool. Ah, ach, Brundle, steig doch auf. Das kann doch nicht sein. Ja, wir gehen gleich auf Drachenwut. Das ist mir okay. Das ist fein. Und nach der Drachenwut gehen wir aber auf Basti. Ja. Ja, wenn wir gut sind, kriegen wir noch eine Hypnose drauf. Dann könnte ich nochmal Brundle reintauschen. Ja, das ist mir gleich. Ich glaube, du kannst auch gar nichts Schlimmes, was uns wehtut. Oh. Wir können aber leider auch komplett verfehlen. Ja, macht nichts. Sehr schön. Oh, und er war schon dran. Das heißt, wir können Brundle safe eintauschen. Das ist gut. Okay, so. Was machst du? Schläfst du? Gut. So, dann bleibt uns mal ein Tackle übrig. Schläft noch. Oh, das sollte ich nicht riskieren. Ruckzuckieb kann natürlich trotzdem vorherkommen. Basti, komm mal her. Obwohl, nee, da steht ja nur das, ist aufgewacht, ne? Ah, ich bin die neuen Pokémon-Generationen noch gewöhnt. Mach mal Nachtnebel drauf. Gut. Das reicht. Plop. Gut. So, Brundle, oh, wieder kein Level Up. Dann besiege ich jetzt eben noch einen. Ich gebe auf. So, du bist, glaube ich, gar kein Trainer. Ich arbeite für die Silsko. Was soll ich bloß machen? Ja, du wurdest leider etwas... kann ich mich in die Betten legen eigentlich? Nö. Das ist schade. Das hätte ich jetzt gerne gemacht. So, ist hier noch irgendwo ein Halunke? Na? Nee, nur ein Teleporter. Wie schnöde. Okay, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Zu den Treppen. Da gibt es bestimmt nochmal irgendwo einen Rocket-Typen. So. Na? Da ist zumindest schon mal ein Rocket-Typ. Liegt ja noch irgendwie was? Nö. Hallo? Eindringling gesichtet! Naja. So, was hast denn du, Rettern? Gut, dann tausche ich auf... Ach, die können auf jeden Fall vergiften. Das ist nervig. Dann gehe ich mal gleich auf Basti. Dann wäre das Gift nicht schlimm. Wenn sowas wie Wickel kommt, ist es mir egal.
Ja, und Giftstachel zieht eigentlich so gut wie nichts. Eins. Wow. Okay, Nachtnebel. Gut. Bonk. Fein. Silberblick ist mir egal. Oh, es schlug sogar fehl. Es tut mir fast schon leid. So, du bist weg. Oh, Brandl hat wieder kein Level ab. Zubat, oh, du wirst bestimmt. Ah, du kannst Flügelschlag machen. Komm mal her, Forehead. Du machst mal den Steinwurf drauf. 28, ich weiß nicht. Och, Mann. Lass doch den Quatsch. Okay, Moment. Wir gehen nochmal auf Basti. Dann gehen wir auf Hypnose. Wenn er schläft, gehen wir auf Brundle. Wir probieren es trotzdem. Du hast dich selbst verletzt. Ach, Basti. Ja, das ist ja Quatsch. Das hat keine Wirkung, wie gemein. Nochmal. Ich will jetzt diese Hypnose durchdrücken. Ach, Basti, du kriegst gleich einen Trank. Er kann auch echt tatsächlich nichts anderes. Ah, Sprudel. Ja, Basti kriegt doch gleich den Sprudel. Das ist fein. Ich hätte gedacht. Moment. Brundle, komm mal kurz her. Wenn dann nur Konfustrahl und Superschall kommt, ist das vollkommen fein. Also nervig, ja. Nee, dich möchte ich gar nicht tauschen. Dich möchte ich haben. So, mal gucken, was jetzt kommt. Wenn du nämlich gar keinen Flügelschlag kannst, ja, das ist ja vollkommen harmlos. Lernen die das erst auf 29? Ich bin sehr verwirrt. Das macht ja nochmal Biss. Ich meine, nichts dagegen. Oh, vorher. Nichts dagegen einzuwenden. Mach doch nicht sowas. Oh, du hast dich verwirrt. Du hast dich selbst verletzt, meine ich. Gut, wir probieren das nochmal. Ah, doch, Flügelschlag. Brundle, Glück gehabt. So, triff dich bitte nicht sehr. Och. Einmal machen wir das noch. Triff dich nicht selbst. Danke. Oh, danke. Was für ein nerviges Zubat. Danke. Sehr effektiv, das hat sich erledigt. Und Brundle? Och. Du bist so ein Hundekuchen. Level 36, cool. Und hier tauschen wir mal. Ah, nehmen wir jetzt Brundle nochmal rein. Ja, komm mal her. Kann ich hier. Autsch, das ist schlecht. Lass das mal. Kann ich hier bei dir im Status sehen, wie viel Erfahrung du noch brauchst? Ach, noch 600. Das reicht also auch nicht. Dann komm mal her. Du bist gegen Dragosso ganz gut. Ich will doch nur so einen Pokédex-Eintrag. Mann. Okay. Rasierblatt. Machen wir das mal fertig. Und weg. Bye. Vielleicht sogar ein Volltreffer. Natürlich ein Voll. Ah, oh, es ist so geil. Danke. Schön, Bombard. Das hast du gut gemacht. Cool. Wer oder was bist du? Ich bin nur ein Kind. Und damit würde ich sagen, das ist es für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich würde mich offscreen dann nochmal heilen und vielleicht nochmal was zum Heilen kaufen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Wie dem auch sei, wir machen beim nächsten Mal die Silph-Co. erstmal weiter. Und wenn wir die Company durch haben, dann verspreche ich euch aber, dass wir erstmal in die Safari-Zone gehen, bevor wir Sabrina machen. Ja, und bevor wir das Kampf-Dojo machen auch. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann bitte bewerten, kommentieren und mit euren Freunden teilen. Ein ganz großes Dankeschön an meine zwei Patrons, die mich und diesen Kanal finanziell unterstützen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dorthin, euer Elik. Bye!